2008, wie du schon mehrfach erwähnt hast, damit begonnen. Es war eigentlich eine Idee, eine Schnapsidee. Wir benötigten damals ein medizinisches Gerät, was die öffentliche Hand nicht tragen konnte, weil es einfach nicht wirtschaftlich war für die Gruppe der Herzkinder. Und da haben wir uns einfach überlegt, wir wollten dieses Gerät, seltene Erkrankung, aber es war notwendig. Und haben dann einfach gedacht, wir spielen Fußball mit Ärzten, eben Prominente, das gab es bisher nicht. Da haben dann einige von denen, die wir auch heute noch sehen, Tim Mälzer, Uli Dietrich, Fatih Akin war sehr maßgeblich daran beteiligt an dieser Idee, Sascha, Til Schweiger war damals dabei im Tor. Das war ohne große Werbung ausverkauft. Wir mussten eine Viertelstunde vor Beginn des Spiels die Tore zu machen. Im Viktoria-Stadion, wie es damals hieß, also war ein Riesenerfolg und Erfolg verpflichtet. Und wir mussten es dann weitermachen. Ja, wie Felix schon gesagt hat, auf die ganze Veranstaltung. Das ist einfach eine schöne Atmosphäre. Und worauf ich mich auch freue, sind einfach die Menschen, die ich da treffe. Von beiden Mannschaften, Leute, die aus dem Medienbereich, aus vielen anderen Bereichen, Ärzte, die Clowns spielen zum Beispiel. Wir haben ganz viele Leute, die immer wieder mitmachen und immer wieder dabei sind. Und es ist einfach eine wunderschöne Atmosphäre und da freue ich mich einfach drauf.